und ich grüße euch zu einem neuen Part Pokémon Pearl. In diesem Part schauen wir uns die kleine Stadt hier an. In diesem Gebäude waren wir ja schon, aber wir haben uns das Pokémon Center noch gar nicht richtig angeschaut. Also eigentlich schon, aber nicht die Leute, die haben wir uns noch nicht angeschaut. Aha, ich habe nicht auf deinen Arsch geschaut. Schöne Rolltreppe, schöne Rolltreppe, ja, okay. Hi. Im obersten Stockwerk eines jeden Pokémon-Centers befindet sich der Pokémon Drahtlos Club. Dort kannst du mit Freunden kommunizieren und viel Spaß haben. Aha, okay. Gut, für Spaß bin ich jederzeit bereit. Also, los geht der Spaß. Spaß? Bist du Spaß? Spaß! Ich hoffe, ich kann ein cooles Trainerzeichen malen. Was Trainerzeichen malen? Ach, das können wir ja auch. Moment, ne Quatsch, das ist hier, Kevin. Und dann kann ich, ja, hier sehen wir unsere Orden. Zurzeit haben wir keine Orden. Verdammt, wo kann man das denn malen? Muss man das hier, glaube ich, machen? Hier in Pokémon Center, oder? Ich konnte schwören, das könnte man auf seinem Trainerpass machen, aber gut, dann ich glaube, dass man das jetzt doch hier machen kann. Willkommen im Pokémon Connex Club! Hier kannst du mit zahlreichen Trainern interagieren. Ne, funktioniert leider auf diesem Emulator nicht. Das Tauschen oder das Kämpfen oder das was weiß ich machen. Achso, hier kann man die Rückseite des Trainerpasses unterzeichnen. Okay, setze deine Unterschrift. Gut, puh. So, fertig. Wunderschön. Und, hier gibt's eigentlich sonst nichts mehr. Gut, dann gehen wir ins Erdgeschoss zurück. Und sprechen die hier an. Sprich mit der netten Dame am Schalter und gib ihr deine Pokémon. Sie wird sie, bestimmt gut sich darum kümmern. Dann später. Dann so schreiende Pokémon-Geräusche im Hinterzimmer. Ja. Gut, der war nicht so gut. Moment, ich muss hier mal kurz alles hier umstellen hier bei mir. Meine Tastatur ist hier meilenweit entfernt. Okay. Sie wird deine Pokémon wieder vollständig gesund machen. Lass mich rein. Tut mir schrecklich leid. Wir arbeiten derzeit unter der Erde. Kein Zutritt für Unbefugte. Versuch es doch später nochmal. Verdammt. Okay, hier kommen wir nicht vorbei. Siehst du den Pizzoi da drüben? Dieses blaue Teilort? Hast du Pokémon bei dir? Kannst du ihn kostenlos nutzen? Ah, schön. Kann man auch ins Internet? Ich gehe jetzt mal YouTube und YouTube so anmelden. Jemand ist PC. Also erstmal müssen wir einen PC auswählen. PC von Kevin. So. Ballkapsel. Ballkapsel? Ballkapseln können. Ach, was weiß ich. Jemand ist PC. Hier könnten wir jetzt unser Pinfler lagern. Oder Plinfa. Ich sag immer Pinfler. Aber es heißt Plinfa. Naja. Gut, aber wir haben zurzeit nur unser Plinfa als Pokémon. Das heißt, wir können momentan weder ein Pokémon lagern noch aus der Box nehmen. Wir müssten also mehr Pokémon fangen, um diese Box optimal nutzen zu können. So, Pokémon Center, erfrische deine Pokémon. Gut, das ist hier, Pokémon Supermarkt. Wir erfüllen alle Itemwünsche. Alles klar, hier möchte ich auch rein und zwar möchte ich mir noch was kaufen. Läuft dir ein Pokémon über den Weg, das du unbedingt haben willst? Wirf einfach einen Pokéball, den niemals ohne einen aus dem Haus. Alles klar, ich bewerfe Pokémons mit meinen Pokébällen. ja. Genug hier Zweideutigkeit. Verliert ein Pokémon all seine KP, kann es nicht weiterkämpfen. Ich kaufe ganz viele Tränke, um das zu verhindern. Gut, dann schauen wir mal, was sie so anbieten. Ich hoffe, wir haben genug Geld. Wie viel Geld haben wir denn? Na, nicht das. Ich habe mich vertippt. So, hier. Kevin, vorhin konnte man es ja ganz kurz sehen. Ihr seht es zurzeit nicht, aber wir haben 3000 Poké-Dollar exakt. Gut, dann gehen wir mal ein bisschen shoppen. Alles klar, wir können uns ein paar Pokébälle und ein paar Tränke kaufen. Und auch ein bisschen Gegengift und ein paar Powerheiler, wenn wir denn die brauchen, die nötigen Items. Natürlich möchte ich mir jetzt was kaufen. Ich habe es ja schon angekündigt, und zwar möchte ich mir 5 Pokébälle kaufen. Denn die werden wir jetzt gleich brauchen, denn ich möchte mir mein zweites Team-Pokémon fangen.
Und dann kaufe ich noch zwei Tränke. Es ist immer gut, ein paar High Items bei sich zu tragen. Dann vielleicht noch drei Gegengift. Oder, na, machen wir zwei. Und dann noch einen Paraheiler. Dann haben wir exakt 2000 Euro ausgegeben. Wäre das in Euro umgerechnet, wäre das schon ein halbes Vermögen. Aber hier sind es ja nur Poké-Dollar. Okay. Gut. Und was habt ihr zu sagen? Wow, Pokémon sind so cool. Du kannst sie in Kämpfen einsetzen und damit stärker machen. Oh, ich hätte auch so gerne welche. Wäre das cool. Ach ja, wenn wir hier im Sand rennen, dann sieht man die Fußspuren hier. Gut, ach ja, ich spiele übrigens wieder an dem Abend. Es ist 18.40 Uhr, falls ihr das wissen wollt. Damit ich nicht vergesse, was bisher passiert ist, speichere ich besser. So, nun kann ich ein Päuschen machen. Sollten wir vielleicht auch mal. Also ich speichere mal. Natürlich speichere ich hier über einen Emulator, aber zur Demonstration speichere ich jetzt einfach mal. Mann, das dauert ja ewig. Vielleicht hätte ich doch nicht speichern sollen. Ich meine, das kostet jetzt auch ein bisschen Zeit, ne? Hilfe! Ich habe das Spiel gecrashed. Es lässt sich nicht speichern. Oh Gott, was habe ich getan? Was habe ich getan? Also, oh, ich dachte schon, ich muss das Spiel neu starten und die ganzen Dialoge mir nochmal anhören. Aber wir hatten noch mal Glück im Unglück. So, Sandgemme, Ort des Sandes. Ort des Sandes, okay. Sehr innovativ. So, Haus von Lucia. Ah, hier wohnt also Lucia. Gut, dann besuchen wir sie mal. Wer bist du? Oh, du bist Kevin. Ach, dann beschäftigst du dich doch mit dem Pokédex-Dings und hilfst dem Professor. Wow, meine große Schwester macht das auch. Na dann, viel Erfolg. Gut, ihr habt den Fernseher übrigens laufen, ne? Und niemand schaut aufs Bild. Schöne Stromverschwendung. Ah, jetzt schaut ihr aufs Bild. Genau. Jetzt, wo ich das angesprochen habe, schaut ihr jetzt auf den Bildschirm. Oh, Professor Elvis ist zurück. Er ist ein wirklich bemerkenswerter Mann. Er studiert die Pokémon seit ewigen Zeiten. Mein Sohn und mein Enkelkind helfen ihm momentan bei seinen Forschungen. Ihr solltet vielleicht mal den Fernseher ausmachen. Dadurch würdet ihr euch ein paar Poké-Dollar Stromkosten hier sparen pro Jahr. Wenn nicht sogar mehrere Millionen Poké-Dollar pro Jahr. Naja. Gut, hier ist ein Bücherregal. Sind wahrscheinlich total eingestaubt, weil die immer nur hier rumstehen und sich die Bücher gar nicht anschauen. Naja, ich schaue lieber auf ihren Fernseher, der die ganze Zeit läuft. So, was haben wir hier? Kevin liest die Informationen. Regel Nummer 1 für Abenteurer. Öffnet das Menü mit dem X-Knopf. Regel Nummer 2 für Abenteurer. Speichere den Fortschritt mit Sichern. Mehr steht da nicht. Gut, liegt da irgendein Müll da drin? Nein. Ah, kann das sein, dass da ein Trank ist oder sowas? Was Lucia weggeschmissen hat. Oder ein Pokéball. Oder 1 Million Poké-Dollar. Die könnte man ja dann dem Ball zugeben. So, was hast du zu sagen? Das Ding da, das ist ein Pokédex, stimmt's? Ab jetzt wirst du die unterschiedlichsten Pokémon sehen. Du Glückspilz. So, und das letzte Haus in Sandgemme, hoffe ich. Pokémon werden stärker, indem sie gegen andere Pokémon kämpfen. Du solltest sie regelmäßig im Pokémon Center heilen, damit sie kämpfen und stärker werden können. Was? Im Pokémon Center heilen, damit sie kämpfen und stärker werden können? Also kämpfen die quasi im Pokémon Center. Das würde die Grammatik jetzt zum Beispiel jetzt sagen. Naja, ich wieder mit meiner Grammatik habe ich schon im Yu-Gi-Oh! Let's Play da schon die ganze Zeit ein bisschen genervt. Und jetzt setze ich meine... meine Grammatik, Dingens fort. Ein guter Trainer achtet darauf, dass seine Pokémon genügend KP haben und nicht durch zu wenige Kampf unfähig werden. Also kurz gesagt, heil deine Pokémon, ansonsten sterben sie und du bist ein scheiß Trainer. Auf die freundliche Methode wurde das gerade uns eben gesagt. So, gehen wir mal nach Süden, auf Route 219. Hier ist ein Schild. Sandgemme Route 219. Und hier ist Wasser. Und ein Item. Und was ist das für ein Item? Es ist ein Gegengift. Und ich gehe da in den Markt rein und gebe 100 Poké-Dollar aus. Dabei findet man hier ein Gegengift. Juhu. Egal. Gut, gibt es ja hier irgendwelche versteckten Items oder sowas?
Ach komm, ich habe jetzt keine Lust darauf, danach zu suchen. Da würde ich ja ewig brauchen, um jedes einzelne Feld da zu durchsuchen, bis ich was finde. Ja, und ich glaube, wir haben Sandgame jetzt erforscht. Gehen wir mal nach Norden. Also in diese Richtung. Route 202. Route 202. Warum verspreche ich mir jetzt hier so häufig? Naja. Oh nein. Ich will ins Gras rein. Ich will das Gras ein bisschen riechen. Das Gras riecht aber gut. Kevin, hast du deinen Eltern schon gesagt, dass du dem Professor helfen wirst? Hast du noch nicht, richtig? Ich weiß, du kannst es kaum erwarten, all die Pokémon zu sehen. Aber du solltest deinen Eltern trotzdem Bescheid sagen, damit sie nicht so sich nicht sorgen. Jetzt schon wieder habe ich einen kleinen Sprachfehler. Weil du nicht nach Hause kommst. Darf ich wenigstens mal kurz das Gras riechen? Ich bin nämlich ein Junkie. Ich mag Gras. Na gut, dann eben kein Gras riechen. Schade. Scheiß deutsche Politik. Oder in dem Fall japanische Politik. Ich weiß nicht, ob Gras in Japan verboten ist. Wahrscheinlich schon. Und es taucht ein Pokémon auf. Ein Bidditzer schon wieder. Los, Waterloo. Okay, ich greife ihn an mit Pfund. So, wir haben das doppelte Level, was er hat. Und er sollte eigentlich nichts Großes gegen uns ausrichten können. Denn er ist nur ein kleiner Hamster. Und wir sind ein Pinguin. So, jawohl. Okay, Erfahrungspunkte. Am Anfang ist es immer wichtig, gegen wilde Pokémon zu kämpfen. Damit man seine Pokémon optimal trainieren kann und nicht gleich immer, also man sollte nicht gleich immer fliehen, wenn ein Pokémon auftaucht am Anfang. Diesen Fliehen-Button, den sollte man erst benutzen, wenn man Level 20 erreicht hat, dann kann man schon auf den zurückgreifen, wenn schwache Pokémon auftauchen. Zweitens, wenn man kurz davor ist, in Ohnmacht zu fallen, dann sollte man auch auf Fliehen zurückgreifen. Aber andernfalls sollte man immer gegen die wilden Pokémon antreten, auch wenn es teilweise ein bisschen nervig sein kann. Aber dafür erspart man sich dann die Nerven, wenn man später nicht verliert, oder ja. So, gleich haben wir diese Strahlili, habe ich gesagt. Oh mein Gott, diese Versprechen hier in diesem Part sind echt einmalig. Okay, und jetzt werde ich es töten, und zwar mit einer Pokéball-Attacke. Alles klar, ich habe Staralili jetzt gefangen und ich kündige auch an, dass es gleichzeitig eins unserer Team-Pokémons ist. Schon wieder habe ich diesen Fehler gemacht. Lauter Versprecher hier in diesem Partner, jetzt reicht's mir. Ich rede jetzt einfach so um den heißen Brei, wie Marcel Davis. So, Staralili, Star. Er hat den grauen Star, deswegen Star als, als Dingens halt, ne, als Tierangabe. Normalflug, das sind die Typen, Größe 0,3 Meter, 30 Zentimeter, Gewicht 2 Kilogramm, exakt. Beschreibung, normalerweise ist es immer im Schwarm unterwegs, sein Ruf ist äußerst durchdringend. Okay, jetzt gebe ich ihm auch gleichzeitig einen Spitznamen. Jetzt, ja, ich habe den Emulator ein bisschen angepasst. Jetzt seht ihr das, was ich hier am Touchscreen mache. Und zwar nenne ich dieses Staralili. Ich hoffe, der Name passt hin. Passt exakt hin. Mann, meine A-Taste ist echt, spackt echt extrem. Die hat auch schon im Yu-Gi-Oh! Let's Play deutlich gespackt, denn ich musste jetzt zweimal antippen, damit sie sich aktiviert irgendwie. So, ich habe ihn Kampffalke genannt. Grüße an der Stelle an einen Kumpel von mir, der heißt nämlich so als Nickname in Hearthstone. Und jetzt werden wir es trainieren. Ach, verdammt, jetzt habe ich einen kleinen Fehler gemacht, aber nur einen kleinen Fehler, und zwar habe ich Kampffalke jetzt in Großbuchstaben komplett geschrieben und Waterloo mit Kleinbuchstaben. Naja, egal. Gut, dann sieht es jetzt ein bisschen
ja, komisch aus, optisch gesehen, aber egal. Man kann sich ja die Namen später dann wieder... Man kann die Namen dann später wieder ändern. Und Pfundattacke! Ha, deine Attacke ging daneben. Moment, welches Geschlecht hat eigentlich Kampffalke? Okay, es ist männlich, sehr gut. Dann kriege ich keinen Anschiss von meinem Kumpel. Lustig wäre es, wenn es weiblich gewesen wäre. Dann hätte ich jetzt anscheinend ein Problem. Okay. Gut, Stralili ist besiegt. Und Waterloo erreicht Level 7. Jetzt müsstest du doch Blubber lernen, oder? Lern Blubber. Los. Kein Blubber, verdammt. Verdammt, ich laufe einen Schritt und es taucht ein weiteres Stralili auf, oder Stralili? Nein. Hallo, Mr. Hamster. Früher hatte ich übrigens einen Hamster, wo ich noch ganz klein war. Und den habe ich alles andere als gut behandelt. Ja, also wenn Peter das gesehen hätte. Also ihr wisst schon, diese Tierschutzorganisation Peter. Die hätte mich dann wahrscheinlich eingeliefert irgendwo, weil ich nicht gerade sonderlich gut mit ihm umgegangen bin. Da war ich, glaube ich, so, ja, Grundschule, Kindergarten, so rum. So 5 bis 7 Jahre, ich weiß es nicht mehr genau. Und da habe ich ihn nicht so gut behandelt. Ein Beispiel zum Beispiel war, da habe ich ihn in so einer Lego-Rakete eingesperrt und dann habe ich ihn erst nach 4 Stunden Suche dann später wieder gefunden. Naja, das war so ein kleines Beispiel. Also behandelt euren Hamster nicht so, ja, falls ihr es auch so macht wie ich früher. Ja, das ist nämlich nicht so gut. So, ach ja, wir müssen ja hier jetzt reingehen. Hey Mom, ich bin wieder da! Bald so ist... Verdammt, das ist nicht meine Mom! Oh, scheiße, wo ist meine Mom? Mom, wo ist meine Mom? Ich suche meine Mom! Bist du meine Mom? Bist du sie? Oh, verdammt, bist du meine Mom? Hast du meine Mom gesehen? Nein, ich habe deine Mom nicht gesehen! Sie ist bestimmt in einem der 4 Häuser! Oh Gott, in welchem Haus soll ich suchen? 4 sind zu viel für einen... Wie alt bin ich hier in diesem Spiel? 10-Jährigen! Ist das hier mein Zuhause? Ja! Mom, seit all den Jahren habe ich dich gefunden! Endlich sind wir wieder vereint! So, und jetzt mach mir Essen. Oh Schatz, viel Glück, ich stehe hinter dir. Ja, ja, ja. Oh, ein Tagebuch. Das werde ich bestimmt nicht brauchen. Das ist ein Tagebuch. Hier werden die Ereignisse eines jeden Tages aufgeschrieben. So kannst du immer nachlesen, was du zuletzt alles erlebt und getan hast. Wow, eine Reise voller Abenteuer. Ich beneide dich, Kind. Und du bist nicht allein, du hast Pokémon dabei. Ich wäre so gerne an deiner Stelle. Tja, wenn du an meiner Stelle sein willst, dann kauf dir auch Pokémon Pearl. Ich mache nur Spaß, Schatz. Wirklich, Kevin. Ich bleibe hier... Telefon schon wieder? Hört ihr es? Ich weiß nicht, ob du es hören kannst, aber... Telefon schon wieder, ne? Keine Anspielung auf mein Yu-Gi-Oh! Part. Ich bleibe hier und du gehst... Man hört denn das endlich auf jetzt? Ich bleibe hier und du gehst und genießt dein Abenteuer. Denn wenn du neue Dinge erlebst und neue Sachen lernst, dann bin ich auch glücklich. Aber komm ab und zu nach Hause. Denn ich würde all gerne die Pokémon sehen, die du gefangen hast. Tut mir leid, aber ist mein kleiner Balzer hier? Oh, nein, ist er nicht. Oh, dann ist er wohl schon aufgebrochen. Was mache ich denn jetzt nur? Der Junge rief nur, dass er zu einem Abenteuer aufbrechen würde. Und weg war er. Er ist dickköpfig und rücksichtslos. Ja, das stimmt. Dabei wollte ich, dass er das hier mitnimmt. Mach dir keine Sorgen, Kevin wird ihm das bringen. Das machst du doch, nicht wahr, Kevin? Nee. Oh, wirklich? Das würdest du für mich tun? Kevin, dann bring dies bitte bald zur... Ein Paketchen, jetzt muss ich wieder den Kurier spielen, super. Mach's gut, Kevin, genieß dein Abenteuer. Ich muss kurz überlegen. So wie ich meinen Jungen kenne, ist er bestimmt direkt nach Jubelstadt gegangen. Bitte bring das meinem Balzor. Warum ich wieder sage, dass ich wieder Kriege spielen darf? Ganz einfach. Yu-Gi-Oh!
Okay. Ja, gut, genug Schleichwerbung für andere Let's Plays von mir. Mache ich ja in fast jedem Let's Play. Ich kann es mir nicht erklären, warum. Einfach nur so, weil ich gerade Lust drauf habe. Und die Turbo-Trailer sind für den Arsch. Oder zumindest meine Tastatur ist für den Arsch. Denn ich muss jede Taste zweimal drücken, damit sie sich aktiviert. Pass auf, ich muss jetzt... Warte, ich mach mal kurz... Ich presse mal kurz in die Tastatur rein. Seht ihr? Das waren jetzt zwei Drücker für eine Pfundattacke. Und insgesamt vier mit dem Anwählen des, ja, des Kampfes hier und so, ne? Okay, Pfund. Ich sollte vielleicht unseren Kampffalken an die erste Stelle tun, damit es ein bisschen trainiert wird. Denn Kampffalke ist momentan unser schwächeres Pokémon. So, Starrelili, das war's mit dir. Du hast ausgestarrelilit. Na, verdammt. Ich komme immer auf diese Taste hier. Aber es ist diese Taste hier, die ihr nicht sehen könnt. So, was? Kampffalke hat Level 2? Oh mein Gott, ich werde es heftig trainieren müssen, damit es stark werden wird. Naja, gut. Aber wir tauchen zum Glück viele Pokémon auf. Und hier sehen wir einen Beditzer. Ach ja. So, Kampffalke. Greif ihn an mit Tackle. Da fällt mir an, ich habe die Werte meines Pokémons noch gar nicht gesehen, so richtig. Denn, und das Wesen habe ich auch noch nicht gesehen, denn es ist wichtig, sich das Wesen anzuschauen von dem Pokémon. Denn das Wesen bestimmt auch teilweise seine Werte. Und ich möchte jetzt ungern ein Staralili haben, was einen gesenkten Angriffswert hat, dafür einen erhöhten Verteidigungswert. Denn so ein Staralili ist eher schlecht. Aber das ist ja eigentlich auch nur eine Nebensache. Also wenn ihr euer Team zusammenstellt und es für längere Zeit behalten wollt, dann achtet auf die auf das Wesen des Pokémon. Denn das bestimmt auch deren Werte und auch deren Schwächen und Stärken. So, Waterloo macht Bitch Slaps an diesen Beditzer. Soll ich es fangen? Ja, dann fange ich's mal. Ich werde es zwar kaum brauchen, aber ein paar Pokémon zu fangen schadet ja auch nicht. Vielleicht brauche ich es ja später. Zerschneider vielleicht. Aber ich weiß gar nicht, ob Beditzer Zerschneider beherrscht. Naja, aber jetzt haben wir einen Beditzer. Es knabbert ständig an Holz und Steinen, um seine Vorderzähne zu kürzen. Es nistet an Wasser. Okay, und weil es ein Hamster ist, und was Hamster noch? Nee, Quatsch, das war jetzt falsch formuliert. Welche Leute tun noch Sachen hamstern? Messis. Deswegen nenne ich diesen Hamster Lionel Messi. Sehr innovativ, ich weiß. Es kommt zwar nicht in unser Team rein, aber ist ja auch egal. Ein bisschen Spaß darf man ja auch einbringen. So, Lionel Messi, unser Hamsterer. Okay, dann gehe ich jetzt ins Pokémon Center, heil meine Pokémon und dann geht's weiter. In Richtung Jubelstadt. Leider kann ich hier in diesen... Nein, ich wollte nicht zum Singen anfangen. Nein, ich fange nicht zum Singen an. Nein, 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 nein. Das kannst du dir abschminken, Janka. Du singst hier nicht. Du hast hier schon genug gesungen und genug Schaden angerichtet. Ich habe schon ein paar Kommentare von euch gelesen. Hör auf zu singen, bitte! Zum Beispiel. Oder, du singst scheiße. Ja, und deswegen hab ich mir das jetzt für dieses eine Jahr jetzt... wo ich kein Pokémon-Let's Play gemacht habe, abgewöhnt. Oh, verdammt, ich muss jedes Wort zweimal sagen, weil ich mich immer verspreche. Oh, stimmt.
Ah, Kevin, ich habe dir noch gar nicht gezeigt, wie man Pokémon fängt. Ich fange eines und du siehst genau zu. Einverstanden? Nein. Ich weiß, wie man Pokémon fängt. Ich habe vorhin selbst schon eins gefangen. Okay, hier eine überflüssige Information. Oh mein Gott, ein Panflam. Oh mein Gott. Was kommt als nächstes? Kampf und Kratzer. Okay. Und was benutzt Pidgeotzer? Eine Tackle-Attacke. Ha. Und was kommt als nächstes? Ah, seine KP haben abgenommen. Es ist bereit für einen Pokéball. Ich würde noch ein zweites Mal Kratzer einsetzen. Also ich würde weiter angreifen. Aber gleich den Ball zu schmeißen bei einem Level 2 Pokémon kann man auch machen. Und? Ah! Alles klar. Siehst du? Ist das nicht klasse? Nein. Eigentlich sollte man einem Pokémon noch mehr Kappe abziehen, als ich es getan habe. Zieh einem Pokémon so viele KP ab wie möglich. Oder zieh deinem Pokémon so viele KP ab wie möglich. Je nachdem. denn ein Pokémon, das alle KP besitzt, ist sehr schwer zu fangen. Oh, und wenn du Pokémon mit einer Attacke in Schlaf oder so versetzt, sind sie noch einfacher zu fangen. Nun dann, Kevin. Für deinen Anfang schenke ich dir 5 Pokébälle. Warum bin ich vorhin in den Markt gegangen? Wenn ich jetzt wieder Pokébälle bekomme. Na gut, dann haben wir jetzt eben... Wie viele Pokébälle habe ich gerade verschwendet vorhin? Eins für Beditzer und eins für Staralili. Also wir haben noch 8. Dann haben wir noch 3 plus 5, die wir jetzt bekommen. Wir haben 8. Auf langen Reisen ist es sicherer, wenn du viele Pokémon bei dir hast. Außerdem ist es natürlich viel lustiger, wenn du Pokémon-Freunde dabei hast. Aber jetzt muss ich los. Bis denne! Okay, Tutorial-Phase beendet, hoffe ich zumindest. Und jetzt geht's endlich los mit unserem Abenteuer in Sinnoh! Yippie! Und es taucht ein Pokémon auf, verdammt! Und ein Staralili schon wieder. Tauchen da nicht andere Pokémon auch auf? Also Staralili und Beditzer weiß ich, dass sie auftauchen, aber hier müssten auch noch andere Pokémon auftauchen auf dieser Route. Und eins davon möchte ich sogar auch noch in mein Team holen. Das heißt, wir fangen hier in diesem Part vielleicht noch eins unserer Team-Pokémons. Dann haben wir schon 3. Und das im zweiten Part. Gut, ich trainiere jetzt meinen Staralili. Oh Gott, das dauert ewig, wenn ich so weitermache. Ich werde meinen Staralili austauschen. Und setze Waterloo ein. Alles klar, Staralili flennt weiter, weil wir ihn ein bisschen gedamaged haben. Kann ich verstehen. Es ist ja noch jung. Und jetzt Pfund. Der tut mehr weh als vorhin der Tackle unseres Staralilis. Ihr müsst mal so ein... Ich glaube, ich baue in diesem Part so einen Zähler ein, wie oft ich mich verspreche. So häufig habe ich mich noch nie versprochen in einem Part. Kommt mir so vor. Also gut, Pfund. So, jetzt könnten wir es theoretisch nochmal fangen, aber wir haben ja schon bereits ein Staralili. Allerdings ist es ein weibliches, das heißt, wir können dieses weibliche Staralili theoretisch paaren mit unserem männlichen, aber... und so, ne? Okay, und weiter geht's. Ach, es ist ein bisschen dunkler geworden. Jetzt haben wir ja schon 19 Uhr. Und um 20 Uhr, dann sieht man schon, dass es Nacht ist. Also wenn ich jetzt theoretisch noch eine weitere Stunde aufnehmen würde, dann, ja, würde es sich dann zeigen in den... Ja, dann im Spiel würde sich das dann zeigen. Alles klar. Ein weiteres Pidgeotzer stellt sich uns in den Weg. KP-Futter. Ich meine Erfahrungspunkte-Futter. Verdammt. Wieder ein Versprecher.
So, okay. Unser Waterloo hat noch 10 KP, allerdings müsste das schon reichen, um in die nächste Stadt noch zu kommen. Und wie viel KP haben wir jetzt? 7. Gut, aber wir haben noch ein paar Tränke, die werde ich dann nach dem Kampf einsetzen. Ich werde dann einen Trank benutzen, um unseren Pinguin zu heilen. Gut, ach verdammt, jetzt bin ich wieder auf Select gekommen. Start! Also falsche Taste, verdammt. Das war die richtige. Ich muss mich noch gewöhnen an diese andere Steuerung. Denn im Yu-Gi-Oh! Let's Play, was ich letztens produziert habe, vor diesem Let's Play, da hatte ich eine andere Steuerung und jetzt habe ich die Steuerung umkonfiguriert. Und daran muss ich mich erst noch gewöhnen. Gut, wie viel KP? Erfahrungspunkte braucht denn unser Starre Lili noch? 24, okay. 24 EP für Level 3. Alles klar. Oh Gott! Überfall! Und das nachts. Na, nachts haben wir noch nicht. Du bist ein Pokémon-Trainer. Auch ich bin ein Pokémon-Trainer. Unsere Augen haben sich getroffen, also müssen wir uns messen. Ein Pokémon-Trainer-Kampf! Der erste in diesem Spiel, abgesehen... ne Quatsch, wir haben noch gar keinen Rivalenkampf gemacht. Stimmt, kein Rivalenkampf. Das ist doch normale Tradition, oder? Aber hier... Das fällt mir erst jetzt auf, dass hier in der 4. Generation, also in Diamant, Pearl und Platin, findet am Anfang kein Rivalenkampf statt. Fällt mir erst jetzt auf. In Let's Play. Okay, dann habe ich es jetzt immerhin gesagt. Für die Massen. Alles klar, ich benutze Waterloo. Das gegnerische Starre Lili hat 3 Level mehr als unser Starre Lili. Das heißt, es ist natürlich auch stärker und deswegen tausche ich es jetzt aus und setze Waterloo ein. Gut, und Waterloo greift an mit Pfund und ich hoffe, es erlernt nach diesem Kampf Blubber. Eine Wasserattacke. Alles klar, das gegnerische Starre Lili wehrt sich. Aber wir sind stärker, wir haben das höhere Level. Ach ja, stimmt, ich wollte mir ja noch das Wesen unserer Pokémon anschauen. Und Kampfhacke erreicht Level 3. Ach verdammt, jetzt habe ich die Werte kurz übersprungen. Aber ich kann sie mir jetzt vom Waterloo anhören. Oder anschauen, anhören. Anhören kann ich es mir natürlich auch, ja. Aber ansehen ist, glaube ich, ein bisschen besser. Gut, KP plus 2, Angriff plus 1, Verteidigung plus 1, Spezialangriff plus 1, Spezialverteidigung plus 2 und Initiative plus 2. Alles klar, Werte sind noch ausgeglichen. Eine Tendenz zu Spezialangriff. Aber ich glaube, das ist normal bei Waterloo oder bei einem Pinfla. Zu stark, einfach zu stark. Gut, dann schaue ich mir jetzt das Wesen unserer Pokémon an. Okay. Das Wesen unseres Starre Lilis ist... Wo steht denn das? Ah, robust. Robust. Und das bewirkt... Das kann man jetzt hier ganz kurz erkennen. Ich zeige es mal mit der Maus euch mal kurz. Und zwar erkennt man das normalerweise, wenn hier die Schrift ein bisschen rötlich ist, dann ist es ein Wert, der verstärkt wird. Und wenn hier die Schrift blau ist... Es ist ein Wert, der verringert wird aufgrund des Wesens. Allerdings sehe ich das hier momentan nicht. Kann auch sein, dass es hier in diesem Let's Play nicht hier in diesem Spiel nicht angezeigt wird. Aber in anderen Spielen, wie zum Beispiel Pokémon Schwarz oder Pokémon XY, da erkennt man es hier daran, dass bei den Schriftzügen, wie gesagt, ein Schriftzug rot und ein Schriftzug blau ist. Das kann aber auch bei den KP-Werten sein. Und da kann es auch sein, dass es dann bei den KPs nicht angezeigt wird. Und deswegen kann es auch sein, dass manchmal kein blauer Wert hier angezeigt wird, sondern weil der blaue Wert bei den KP ist. Oder dass manchmal kein roter Wert angezeigt wird, weil der rote Wert eben dann bei den KP ist. Ich kann mich allerdings auch irren. So habe ich das zumindest aufgenommen. Und es ist auch richtig so. Aber es kann auch falsch sein. Also keine 100%ige Garantie, dass es so ist, sondern eher eine 88%ige Garantie. Gut, unser Pimpfler hat ausgeglichene Werte.
Und Staralili hat einen hohen Angriffs- und Initiativwert. Und das stelle ich mir auch vor bei einem... Also das ist ein guter Wert für einen Flug-Pokémon. Gut, und die Werte unseres Lionel Messis interessieren uns nicht. So, der nächste Trainerkampf. Eine weibliche Trainerin dieses Mal. Was sehe ich denn da? Ein Trainer! Ein Kampf bitte! If you want to battle me! Also gut, gehöre Nadine. Oh nein, die hat einen Hamster. Oh, der Part wird wieder lang. Warum mache ich so lange Parts? Ich kann es mir nicht erklären. Ich bin einmal im Let's Play spielen drin und dann kann ich mir damit aufhören. So, okay. Das dürfte kein spannender Kampf werden. Wir werden den bestimmt gewinnen. Und wir testen unsere neue Attacke, den Blubber. So, dann blasen wir dieses weibliche Bidiza noch weiter an. Mann, das klang jetzt total falsch. Egal. Normal ist es doch umgekehrt, oder? Ja, ich glaube schon. Ach, Themawechsel. So, Pfund. Jetzt hätte ich auch eigentlich wechseln können zu meinem Staralili und dann hätte Staralili es auch erledigen können, aber Staralili kriegt ja sowieso die Erfahrungspunkte. Und ein zweites Bidiza. Verdammt, ich verspreche mich hier so häufig jetzt in diesen Parts. Ich glaube, der Part ist mittlerweile doppelt so lang. Aufgrund meiner ganzen Versprecher und Korrektursprechern. Okay, ich muss mich nochmal sammeln. Also, der Part ist bestimmt doppelt so lang, weil ich mich die ganze Zeit verspreche. Dadurch muss ich zweimal reden. Und deswegen dauert dieser Part auch doppelt so lang als normalerweise. Das wollte ich damit sagen und nichts anderes. Und warum formuliere ich das dann so komisch? Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, Kampffalke schafft es allein. Und Kampffalke, wirst du es schaffen? Wirst du deinen ersten Kampf allein schaffen? Und es wird spannend. Drückt unserem Staralili die Daumen. Jawohl, wir haben es geschafft. Ach, jetzt muss ich meine... Hallo, Enter-Taste. Ja, also geht doch. Kampffalke erreicht Level 4. Lernst du eine neue Attacke? Nein, leider nicht. Puh, ich kann nicht gewinnen. Alles klar, dann geht's weiter. Durchs hohe Gras. Und hier ist ein weiterer Trainer. Lass uns kämpfen und ich werde gewinnen. Ganz schön optimistisch. Wie viele Pokémon hast du denn? Mit einem Pokémon willst du gewinnen? Sehr optimistisch. Shinux. Ein Elektro-Pokémon. Ich glaube, diese Shinux kann man auch auf dieser Route fangen. Ach verdammt, Elektro ist genau meine Schwäche. Hoffentlich kannst du keine Elektroattacke. Denn sowohl mein Kampffalke als auch mein Waterloo sind schwach gegen Elektroattacken. Also bitte, hab keine Elektroattacke drauf. Ansonsten habe ich jetzt ein Problem. Gut, er greift uns an mit Tackle. Anscheinend hat er keine Elektroattacke drauf. Und wir greifen an mit unserer Step-Attacke mit dem Blubber. Silberblick, okay. Senkt unsere Verteidigung um 1. Und ich beende das jetzt mit einem Pfund. Alles klar. Und unser Staralili erreicht Level 5. Lernst du Rückzug-Hieb jetzt? Jawohl! Du bist... Boah. Na bitte, verdammt. Jetzt hatte ich schon gehofft, ich hätte diese Route beendet. Doch, Shinux. Es scheint so, als hätten wir einen Shinux vor unserer Nase. Okay.
Ja, meine Devise lautet, gegen alles kämpfen, was am Anfang sich vor unserem Pokémon auftut. Auch dieses Erscheinungs... ist keine Ausnahme. Auch dieses Erscheinungs wird sterben. Ah, der Ruckzuckieb ist nicht gerade stärker als der Tackle von unserem Staralili. Na gut, dann benutze ich mal einen Trank. Ich will nicht, dass Staralili stirbt. Wir haben ja zum Glück noch einen zweiten gekauft im Pokémon Supermarkt. Und der hilft uns jetzt. Gut, jetzt greife ich weiter an mit Tackle. Natürlich könnte ich auch Heule benutzen. Nee, Heule ist mir ein bisschen zu taktisch. Ein Ruck zu piepen müsste auch reichen. Und es war ein Volltreffer. Dachten wir nur mit Glück. Und, oh, ich laufe einen Schritt und es taucht. Was taucht jetzt auf? Wieder ein Hamster. Gut, das ist gut zum Trainieren unserer Pokémon. Ein Ruckzuckieb für Bedica. Ach übrigens, wir haben unser drittes Team-Pokémon schon gesehen, ne? Das sage ich schon mal vorher. Und ich möchte es fangen. Das heißt, ich werde jetzt noch weiter in dieser Route hier ausharren. Dann fange ich das Pokémon und dann beende ich den Part auch schon. Das war ja wieder ein langer Part. So, das müsste kein Trainer sein, weil Trainer laufen ja nicht herum. Manche Pokémon erscheinen nur morgens, andere sieht man nur nachts. Ich werde so lange hier warten, bis ich jedes einzelne gefangen habe. Okay, was ist das für ein Item? Ein Trank. Gut, jetzt haben wir unsere Trankreserven wieder aufgefüllt. Mehr oder weniger. Und jetzt hoffe ich, dass endlich das Pokémon auftaucht, was ich ins Team nehmen kann. Ein Shinyx schon wieder. Alles klar. Und Ruckzuckieb. Gut, Shinyx greift uns an mit einem Tackle. Und ich greife nochmal an mit Ruckzuckieb. Und es wurde besiegt. Sehr, sehr gut. Oder vielleicht auch nicht. Naja, gut. So, dann suchen wir mal nach einem weiteren Shinyx. Was ich mir vom Shinyx auch hoffe, ist ganz einfach, denn Shinyx wird unser drittes Team-Pokémon werden. Das heißt, unser Team besteht jetzt aus... Also wird bestehen aus... Staralili... Shinyx und Pinfla. Oder Plinfa, was auch immer. So, und gegen die ganz wilden Pokémon zu kämpfen ist auch ganz gut, denn dadurch kann man gut trainieren. Oh nein, Kampfweike! Bitte nicht! Was hast du getan? Dafür wirst du büßen! Na warte! So, ich greife dich an mit Pfund. Das ist die Rache. Ja, ich glaube, ich sollte mal einen Pokémon Center aufsuchen. Aber ich möchte zunächst noch meinen Shinyx fangen. Und Shinyx. So, vorhin habe ich etwas davon erzählt, dass man fliehen darf, wenn die Pokémon nicht so besonders gut sind, in einem guten Zustand, und Waterloo ist unser einzig starkes Pokémon noch. Das heißt, richtig, fliehen. Okay, jetzt hoffe ich, dass ein Shinyx auftaucht. Und wenn keins auftaucht, dann werde ich eben diese ganzen Kämpfe, die jetzt auftreten, jetzt einfach... überspringen. Jetzt komm schon, ich habe schon eine Dreiviertelstunde aufgenommen. Ich will jetzt nur noch ein
Shinox und dann will ich den Part auch schon beenden. Ich glaube, die Pokémon, die auftauchen, wollen einen längeren Part, kommt mir so vor. Und ihr glaube ich auch, oder? Wollt ihr längere Parts? Ich weiß nicht. Das ist ja so eine zweiseitige Angelegenheit, ne? Einerseits hat der Zuschauer da mehr zum Schauen, andererseits schaut man sich ungern lange Videos an. Das kenne ich selber bei mir. Ich schaue lieber kurze Videos an als lange Videos. Also das ist, wie gesagt, eine zweiseitige Angelegenheit. Jetzt wann taucht man denn endlich ein Shinox auf? Lauter Hamster und... Was sind denn Staralilis für Tiere eigentlich? Irgend so Tauben? Keine Ahnung. Mann, ich hasse Hamster langsam. Ich werde jetzt jeden Kampf überspringen hier, der jetzt auftaucht. Und ein Bidiza-Kampf ist oder ein Staralili-Kampf. Na komm schon, Shinox, gib mir einen Shinox. Also geht doch. Ein männliches bitte. Nein, es ist weiblich. Egal, Weiber können auch kämpfen. Dann mache ich den zu einer Kampflesbe. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Nein. Erstmal ein Bitch Slap. Oh Gott, dieses Let's Play wird ab 18 wahrscheinlich wegen meinen ganzen Ausdrücken, die ich hier sage. Naja, egal. Jawohl, perfekt geschwächt. Und jetzt fange ich dich ein. Verdammt, jetzt muss ich dann einen anderen Spitznamen aussuchen. Denn den Spitznamen, den ich eigentlich geplant hatte für Shinox, der ist männlich. Naja, da muss ich mir jetzt was einfallen lassen. Verdammt, wie nenne ich das Pokémon jetzt? Ach verdammt, jetzt habe ich den Eintrag nicht durchgelesen. Spitznamen. Oh Gott, wie nenne ich das Shinox? Okay, jetzt, der Part dauert bestimmt noch 10 Minuten, weil ich nicht weiß, wie ich es benennen soll. Wie benenne ich ein weibliches Shinox? Die Endentwicklung, die soll ja einen Löwen darstellen, habe ich im Poké-Wiki gesehen. Was gibt es denn für weibliche Löwen? Frau Löwe. Genau. Fru habe ich geschrieben. Verdammt. Fru. Ach, ich mit meiner Aufmerksamkeit. Naja, gut, dann schauen wir unser Team mal an. Na, Team anschauen. Also, Kampffalke, dann Waterloo und Fru Löwe. Das soll Frau heißen, ne? Also nicht Fru, sondern Frau. Das müsst ihr euch einfach merken. Also Fru Löwe und Lionel Messi, aber der gehört nicht ins Team. So, was hat denn Fru Löwe, Frau Löwe für Werte? Gut, einen hohen Angriffswert und eher niedrige KP, glaube ich. Aber es hat Level 3, also... da sind die KP normal. Das ist normal, dass die KP so niedrig sind. Fähigkeit des Bedroher. Spezialangriff 7, Spezialverteidigung 6. Ja, die Werte sind für Level 3 ganz ordentlich. Würde ich jetzt sagen, ich bin kein Experte in solchen Sachen, aber ich glaube, die sind ganz gut, die Werte. Gut, und dann beende ich den Part auch an der Stelle schon. Dann besuchen wir im nächsten Part die Stadt. Und zwar Jubelstadt. Also, bis zum nächsten Part. Macht's gut. Euer Uncle P. Ciao. Verdammt, habe ich den jetzt echt Fruchtlöwe genannt? So ein Mist aber auch.